Hallo meine lieben Gnulis und willkommen zum nächsten Teil von Uncharted. In der letzten Folge sind wir ja in verschiedene Türme und ich und Sam haben uns aufgeteilt und wir sind jetzt im richtigen, im falschen und wir werden via GPS verfolgt von Rive und Nadine. Wetten, das sind Gegner? Okay, Glück gehabt. Ja, jetzt fallen wir auf langsam. Sally. Ich glaube, das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sam's Turm. Komm schon. Hier lang. Shit. Komm, müssen uns beeilen, schnell. Verzeihung. Boah, muss der stinken. Wie lange dauert's wohl, bis Rafe hier ist? Rafe heißt, ich sag immer Rive oft. So, schnell, schnell, schnell. Ich wette mit euch, es gibt gleich wieder Ballerei. Ich hör's doch schon an der Musik. Und tatsächlich, ja. Shit. Als hätte ich's gewusst. So, stirb. Du auch. So, komm schon. So. Das ist aber noch zu wenig. Da kommt definitiv noch mehr. Ja. Wie sollte es auch anders sein? Komm schon raus. Du willst es doch auch. So, tschüssi. Dann geht's weiter. Oh, fuck. Fuck! Ja, scheiße war's. Scheiße, scheiße. Super, ey. Es sind wieder so viele. Das ist doch zum... Oh, Mann, ey. Übertreibt doch nicht. Ja, Leute, wenn's ums Geld geht, da hört die Freundschaft auf, ne? Man sagt ja immer, bei Geld hört die Freundschaft auf. Seid ihr auch der Meinung? Ich bin der Meinung, da leider schon viele schlechte Erfahrungen machen müssen. Oh shit, aber es ist gut gemacht, dass die Säcke sich auch leeren. Nicht gut für mich, wie immer, wie schon mal gesagt, spielst du realistisch. Aber nun ja, so ist es halt auch. Was die nicht alles geachtet haben. Wer achtet denn schon beim Programmieren und Modellieren drauf? Also wenn auf den Sack geschossen wird, dann muss der ja auch kleiner werden. Aber geil. Ich ziehe erneut meinen Hut oder mein Horn. So, komm her, du Sau. So, ich glaube, gegen den da oben kann ich nichts machen. Vielleicht hilft ja eine Granate. Shit, hallo? So, vielleicht hilft ja ein Granätchen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Probieren wir es aber mal. Und bitteschön für dich. Okay, ich glaube, ich habe nicht getroffen. Nee. Nicht getroffen, aber ich glaube, den kann man nicht besiegen. Außer da ist einer drin, eventuell. Gehen wir einfach mal darüber. Schnell, 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 schnell. Oh shit, schon wieder welche. Oh fuck. Ah, klar, übertreib doch. Übertreib doch, du Penner. Haut der da einfach den Rückwärtsgang ein. Wir machen es einmal mit der Granate, dann ist... Oh shit, das machen die auch. Scheiße, scheiße, ihr Penner. Ihr Schweine, ihr Blöden. So, komm, dann machen wir doch einfach das Gleiche. Tschüssi. Ja, könnt froh sein, dass es euch nicht zerfetzt hat, wie es eigentlich normal ist. So, mit der Sau kann ich da nichts machen. Ich glaube nicht. Okay, dann geht's also hier nach oben. Schnell, 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 schnell. Was? Spinnst du? Oh, ich glaube, du spinnst. So, hier jetzt ein paar aufs Maul. Von wegen, ich kann nicht gewinnen. Dass jetzt aber auch die Regierung nichts sagt und keine Polizei eingreift, wenn man hier so attackiert wird. Muss doch irgendjemand melden oder haben die keine Polizei? Okay, scheiße, da geht's nicht rüber. Da hoch geht's auch nicht. Der Wagen steht aber da unten. Das ist kontraproduktiv, Leute. Muss ich da rüber jumpen oder hier geht's auf jeden Fall nicht? Nee. Und runter auch nicht, sonst knallt er mich ab. Hier kam ich her. Okay, ich muss rüber, das ist ja auch mein Wagen. Oh, scheiße. Okay, Leute, das ist die Szene, von der ich gesprochen habe. Die habe ich auch auf der Gamescom gesehen. Und der Typ ist sehr, sehr gut gefahren.
Der hat es ist an einem Stück durchgefahren. Das wird bei mir nicht so sein. Ich finde, das Auto ist extrem schwer zu lenken. Man kann nicht richtig bremsen. Man kann nicht sliden. Man kann nicht driften. Das meine ich mit sliden. Man kann nicht driften. Es ist, ja, wie gesagt, echt nicht einfach. Es ist auch sehr empfindlich. Und, ja, scheiße. Tschüss. Ich bin da mal weg und fahre erstmal gegen eine Hausmauer. Sieht zwar hier schon sehr arm Viertel aus, aber ich finde es eigentlich echt sehr schön mit der Aussicht, die hier haben. Okay, fail. Und dann hier rein. Ich weiß auch gar nicht, ich bin wieder so orientierungslos. Das ist oft das Problem bei dem Spiel. Ich weiß nicht, wo ich langfahren soll. Manchmal weiß ich es einfach nicht. Man sieht es auch oft nicht so oft. Nicht so gut. Und ich bin gerade voll überfordert, dass ich die ganze Zeit reden muss und fahren muss. Und ja, ich konzentrieren muss, was ich laber. Okay, schnell hier rein. Ja, der Typ auf der Gamescom, der wusste auch genau, welche Abkürzungen er nehmen muss und in welche Strecke er reinfahren muss. Hier gibt es ja tausende von Möglichkeiten, wo ich langfahren kann, glaube ich. Hier kann ich jetzt auch wieder rein. Ach, shit, ey. So, hier kann ich jetzt auch wieder rein. Dann da runter und dann geht's scharf in die Kurve. Dann überfahren wir... dass der keine Leute überfährt, wundert mich aber. Aber die flüchten alle rechtzeitig. In ihre Häuserchen. Ja. Ich glaube, da kann man keinen überfahren von den Leuten. So, sind wir jetzt... Oh Mann, ey. Dass da aber auch keine Polizei hier irgendwie eingreift, dass ich hier beschossen werde und tausend von Menschen in Gefahr sind. Das ist denen irgendwie egal. Okay, komm. Fahrt, fahrt, fahrt. Halt's Maul, fahr. Presse. Okay, scheiße, geht nicht. Dann zurück. Geht's echt nicht? Nee, okay, scheiße, der kommt schon wieder. Gib Gummi, Mann! Wo lang, wo lang? Okay, fahren wir einfach mal. Wo Treppe? Da Treppe? Nee, oder? Nee, scheiße, okay. Dann andere Seite, es ist eine Katastrophe hier. Verpiss dich, verpiss dich. Ah, shit. Okay. Ja klar, du Cheater. Aber was bist du für ein Arsch, ey? Verpiss dich doch. Boah, ich die gerade hasse. Das glaubt ihr gar nicht. So, schnell hier hoch. Gib Gummi, Mann. Oh, scheiße, steck fest. Ich hasse das Auto jetzt schon. So, schnell hier runter. Schnell, 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 schnell. Boah, ist jetzt endlich... Ist geschafft. Nee, die Musik hört sich noch nicht so an. Was für kurvenreich. Was eine kurvenreiche Straße. Okay. Ah, ich habe einen Geländewagen. Ich vergaß. Ich vergaß. Ich kann ja hier lang fahren. Wie was er gesagt hat. Ich hatte es auch gewundert, in der Kirche war ich so laut, das hat gar niemanden gejuckt von außerhalb. Das ist komplett eingestürzt und die Leute draußen gucken nicht mal nach. So. Hui! Das macht Spaß. Da ist der Turm. Sam, ich komme. Wir sind fast da. Alter, Ausschau nach Sam. Hey, ich glaube, da ist er. Da drüben. Oh shit, sieht nicht gut aus. Wie viele Schüsse die einstecken, ist wirklich, ja, finde ich beeindruckend. Ich habe wieder keine Ahnung, wo ich hinfahren muss. Es ist immer das Ätzende, ein bisschen. Es ist nicht ätzend, aber es ist ein bisschen anstrengend. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach. Ich möchte durch die Röhre durch, dann bin ich ein Profi. Okay, scheiße. Ich möchte durch die Röhre. Es ist mir jetzt egal, was ist. Ich möchte durch diese Röhre. Ja. Ja, like a boss. Ja, ja. So. Hier geht's nicht lang. Ich muss jetzt, glaube ich, einfach dieser Spur hier folgen. Einfach folgen, folgen, folgen. Einfach folgen. Und dann hier runter. So, und jetzt hier lang. Schnell. Gib Gummi.
Oh, 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 shit. Ja, die Szene, an die kann ich mich auch noch erinnern, von der Gamescom. Und ja, ich kann mich sogar sehr gut erinnern. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Das war so mit die actionreichste Szene, glaube ich, überhaupt. Shit. Nein, halt dich fest. Scheiße, scheiße, scheiße. Der Typ hat's besser gemacht, aber gut, der hat's auch 100-mal gespielt. Ah. Okay, hier noch ausweichen. Oh, shit. Aua, aua, aua. Das muss wehtun. Oh, shit. Fuck. Chicken McNuggets. Okay, scheiße. So, okay. Gedrückt halt, um zu... Was? Zu schießen? In dem Zustand? Okay, erstmal auf die Arschlöcher hier. Wie soll denn das funktionieren? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich will auf den Kopf schießen. Ach, dass der Nathan sowas auf einmal kann, das wusste ich aber nicht. Mit einer Hand. Nicht schlecht. Kann ich jetzt bitte da hoch? Komm, geh mir nicht auf den Zeiger, Mensch. Hau ab. So. Und jetzt, soll das so weitergehen? Komm schon. Okay. Das Tolle ist, wenn man keine Muni hat und sonstige keine... Ich muss doch da irgendwie hochkommen. Es kann ja nicht sein, dass ich hier ohne Muni jetzt rumgeiern muss. So, mal gucken. Nee, kann sie auch nicht wechseln. Ich muss da irgendwie hoch. Und es geht, es geht, es geht, es geht. Ah, komm schon, komm schon. Jawohl. Und jetzt rüberspringen. Ah, krass, geschafft. So. Wer will auf die Fresse? Ich habe auch wieder eine Waffe. Ist da nicht was Rotes? Kann ich das nicht abknallen? Ist das was zum Sprengen oder irre ich mich? Komm, wir probieren es einfach mal. Nee, natürlich nicht. War ja klar. Und dann erschieße ich dich halt so. Und euch auch. Hoffentlich explodiert ihr wieder so toll. Diese Kolonne muss kaputt gemacht werden. Was zum Springen auf Fahrzeuge drücken. Aber hier ist doch gar kein Fahrzeug. Okay, auf welches soll ich springen? Auf welches soll ich bitte springen? Auf das? Oh, shit. Okay, nochmal. So, komm. Zieh auf die Fresse. Tschüss. Du auch. So, und jetzt wieder hier rum, schön rumballern. Shit. Komm, haut ab. Verpieselt euch einfach. Tschüss. Und ihr auch. Sehr gut. Warum hält ihr das selber auch nicht an? Weil er nicht weiß, dass ich's bin? Wo ist der überhaupt? So. Der ist da vorne. Den juckt es irgendwie gar nicht. Beziehungsweise, dass der noch auf dem Motorrad hockt, das wundert mich wirklich. So, jetzt mache ich die noch kalt hier, die Arschlöcher. So. Komm schon. Tschüss. Und hier. Komm, ich spring rüber. Nicht, dass mein Auto wieder explodiert. Komm, hau ab. Du dumme Sau. Und du auch. Verschwinde, du Schwein. Mein Platz. So. Und die kann ich doch jetzt bestimmt wegrammen. Ciao. Jawohl, kann ich. Oh Gott, ja, jetzt kommen ganz... Oh nee, hey, hau ab. Ich hau ab. Ich konzentriere mich jetzt am besten gar nicht mehr auf den. Der fliegt eh weg. Ja, fliegt weg. Okay, okay, schnell, schnell, schnell. Wo ist Sam? Wo ist Sam? Und ich... Weißt du, hier sind so wenig Sachen zum Dagegenfahren und ich fahre dagegen. Das ist wieder so typisch. So, jetzt mal schnell gucken. Wo ist er? Wo ist er? Oh, ich will nicht versagen, Leute. Ich will nicht versagen. Ich will es schaffen. Komm schon, wo ist er? Sam! Es tut mir leid, ich bin so lahmarschig. Ha, wie sie da auf mich warten. Hey, Brüderchen! Wow. Komm näher! Versuch's! Okay, okay! Spring rein! Sam, spring in das verdammte Auto! Ich bin schneller! Diskutier nicht rum! Vorsicht! Oh, shit. Das habe ich auch noch gesehen. So, fuck, komm schon, nicht sterben, nicht sterben. Na super. Immer dann, wenn man es braucht. Gibt's Feuer? Okay, weg mit dem Scheiß.
So, wo geht's hier noch lang? Nach oben? Ich muss hier raus. Komm schon. Du schaffst es. Oh, scheiße. Nicht aufgeben. Okay, nicht die Hand ins Feuer. Nicht die Hand ins Feuer. Hier rüber. Zieh. Komm schon. Noch ein bisschen. Du schaffst es. Das hat er bestimmt nicht überlebt. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Okay, komm. Was? Was? Oh, shit. Ja, ich lebe noch. Und ihr könnt nicht zielen. Und ich auch nicht. Aber ihr könnt noch schlechter zielen als ich. Was, sonst wäre ich tot. So, komm schon. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Schnell fahr. Bitte, partout. Ich will nicht fahren. Oh, okay. Oh, shit. Sieht das geil aus, ey. Oh. Okay, komm. Weg mit dir, Arschloch. Du blödes Scheißding. Du nervst mich schon die ganze Zeit, ey. Das kotzt mich richtig an. Diese zwei Arschlöcher, die da drin sind, die würde ich so... Die würdest du den Anus aufreißen, ey. Fuck. Shit, 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 shit. Was für actionreiche Szene. Das ist ja brutal. Okay, komm schon. Stirb. Oh. Okay, hau ab. So, jetzt aber nochmal schön hier reinschießen in dich. Langsam, langsam wird's kaputt. Langsam geht's kaputt. Komm schon. Jawoll. Oh. Ja, ja. Heilige Scheiße. Ja. Alles klar? Ja. Ja. Hey. Schwinden wir. Huch, geschafft, Leute. Was für eine krasse Mission. Wirklich. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus Quod Licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia, die es scheint begründete Avery, die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und... wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also... Es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid.
Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht! Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey! Hey, was machst du? Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich hab Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komm schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Hey, Nathan! Ja? Land in Sicht! Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben.
Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. So, wir sind angekommen. Mir tut die Elena extrem leid. Aber irgendwie kann ich auch Nathan verstehen, weil es geht hier um das Leben seines Bruders, den er nach 15 Jahren wieder gesehen hat. Das muss ja auch ein Schock für ihn sein. Klar, sie verletzt und nun ja, ist nicht meine Angelegenheit. Jedenfalls bin ich gespannt, was uns auf dieser Insel hier erwartet. Ich hoffe ihr auch, es sieht wieder mal einfach nur mega geil aus. Wenn es euch gefallen hat, Hüfchen nach oben und dann sage ich wieder Ade mit E. Waschi!